Das folgende Video ist für Zuschauer unter 18 Jahren möglicherweise nicht geeignet. Jo, Servus und Hallo zum ersten Let's Play auf meinem Kanal. Wie im Titel schon gesehen habt, geht es um Metro 2033 Redux. Es ist übrigens eine überarbeitete Version von Metro 2033. Und jo, dann reden wir nicht lange herum und starten einfach in ein neues Spiel. Ich werde das Ganze als Spartaner spielen, weil es einfach, ich glaube, es ist einfach wichtiger, dass mehr Action im Spiel ist, als dass wir die ganze Zeit Munitionsknappheit haben und so. Also spielen wir auf Spartaner und im Normalmodus, weil im Hardcore und Ranger Hardcore ist einfach irgendwie, ich weiß nicht, ich finde am meisten Spielspaß macht, wenn man das Spiel einfach ganz normal spielt. Und jo, starten wir einfach mal rein. Wir werden Gamma nicht so ganz arbeit drehen, weil das Spiel generell sehr dunkel ist. Der Tunnel wurde kälter. Miller und ich waren nun knapp unter der Oberfläche. Schon bald würden wir in den heulenden Wind klettern, um uns einen Weg durch die Albträume zu kämpfen, die uns dort erwarten. Meine lange Reise näherte sich dem Ende. Aber hatte ich die Courage, den Willen, alles durchzustehen? Hey, Artyom, als du deine Heimatstation verlassen hast, hast du da jemals gedacht, dass wir an einem solchen Ort landen würden? Nicht wissend, ob wir dabei sind, unsere Welt zu retten oder sie direkt in die Hölle zu schicken? Also es ist ein sehr dialoglastiges Spiel. Hab dich. Und ich werde trotzdem versuchen, so viel möglich zu reden. Ja. Wir müssen durch den Außenposten. Um aber ich will nicht immer in die Leute einreden, wenn ich ehrlich bin. Irgendwas bewegt sich im nächsten Raum. Öffne das Tor, ich decke dich. Wow. What the fuck? Ups. Hallo, Pizza Service. Die Scheiße geht dir ständig kaputt. Öffne das Tor mit dem manuellen Hilfssystem. Ja. Schaut, dass da keine so Interaktionssachen sind, dass man öfter auf E drücken müsste. Das wäre ganz cool. Artyom, schau in diesen Kisten nach Moon und Medivex. Oh, es werde Licht. Und irgendwie kann man das abbrennen, ich glaube mit M. Ja. Ja. So geht's. Ja, Munition ist in dem Spieler recht wichtiges Gut. Mir nach. Weil es ist nämlich nicht nur Munition für die Waffen. Sondern es ist Währung. Auf nach oben. Elfische Taschenlampe. Das ist ganz praktisch. Wie ihr vielleicht merkt, das Spiel ist nicht ganz blind. Ich habe Metro 2033 schon mal durchgespielt. Anscheinend kann er zu Hause. Redux aber noch nicht. Bevor wir an die Oberfläche gehen, musst du die Gasmaske anlegen. Ohne sie bist du nicht auf dem Drücken. Wir sind fast da. Dies ist das Korolev-Theater. Es ist ganz nah am Tor. Lade deine Waffe! Da kommen sie! Alles klar. Also ich weiß nicht, die Viecher sind irgendwie nicht ganz geheuer. Ja, Waffen funktioniert besser, wenn Munition drin ist. Und der steckt einfach in der Wand.
Artyom! Na bereit? Jetzt haben wir das so ein Quicktime-Event, wie ich vorher angesprochen habe. Endlich. Finde ich echt cooler, als einfach nur auf der Taste oben zu bleiben. Und hier ist es, Artyom. Unser Ziel. Kommen! Ullmann, bitte kommen! Ende! Ich höre sie laut und deutlich. Ende. Wir sind am Turm. Ich wiederhole. Wir sind am Turm. Ist die Gruppe ausgerückt? Ende. Bestätigt. Wir haben Kontakt. Sie sollten jetzt in der Nähe des Turms sein. Jawohl. Okay. Danke dafür, sonst wäre das ein echt kurzes Let's Play geworden. Aber gut, und das habe ich nicht mehr erinnern können zum Beispiel. Bin Florian, Oberst. Haben Sie das gehört? Hören Sie! Was zum Teufel ist das? Eine echt gute Baseline. Bildet einen Kreis! Irgendwie waren mit den paar Viecher da vorher da drinnen. Eigentlich genug, ehrlich gesagt. Achtet auf eure Kehrseite, Jungs. Ja, anscheinend wird es härter als in der Bibliothek. Zur Bibliothek kommen wir sicher irgendwann später noch. Scheiße! Feuer frei! Oh, er hat mich irgendwo angegriffen. Ja, lol. Das sind da echt ungute Viecher. Stellung halten! Aber schaut, ein Ton ist ja ähnlich. Das Leben war nie leicht in den Tunnels, aber es war unsere Heimat. Die Routine, jeden Tag die gleichen Leute zu sehen, das war tröstend. Aber seit die Angriffe der Mutanten eskalierten, wurde die Station von Furcht beherrscht. Ich war gerade erst 20 geworden und hätte mir nie vorstellen können, was nach dem Morgen folgen würde, an dem Hunter, der Freund meines Stiefvaters, zu uns kam. Ja, also anscheinend sind wir 20 Jahre alt und heißen Artyom und wohnen in Russland. Ja gut. Es wird hoffentlich einen recht strikten Uploadplan zu dem Let's Play geben, und zwar täglich. Zeit kann ich nicht genau sagen. Nachmittags 16, 17 Uhr ungefähr. Und ich werde nur einmal in der Woche aufnehmen. Also meistens mittwochs und da dann gleich für eine ganze Woche. Nur damit ihr das wisst. Also dass ich nicht immer auf Kommentare eingehen kann in der nächsten Folge. Außer es ist eben die Folge vor der Aufnahme. Dann geht's natürlich. Artyom, endlich wach, wie ich sehe. Hunter kommt hierher. Er müsste Neuigkeiten von den anderen Stationen haben. Komm. Anscheinend sind wir ziemlich ein Fan von so Fotos oder Postkarten. Und von Gitarren. Gehen wir, Artyom. Scheiße, Schweine, Kranke. Ich habe schon Schlimmeres durchgemacht und gebe nicht. Alex. Was hab ich? Ja, Nikolai. Die Station wird nicht länger überleben, wenn diese Angriffe nicht aufhören. Wir müssen etwas tun. Was können wir denn noch tun? Die werden uns alle umbringen. Wir werden sehen, was Hunter sagt. Gehen immer so extrem langsam in den Spülen. Hey ho. Letzte Nacht wurde noch eine Patrouille angegriffen. Das Krankenhaus ist voll. Gehen wir, Artyom. Ich verstehe. Aber bleiben Sie ruhig. Wir müssen die Ordnung aufrechterhalten. Hey ho, kleiner Mann. Petro. Was ist mit Alexei? Er war ah, du bist es. Hauptsache, wir werden eingelassen, weil da alle warten. Hat nichts gesagt. Komm herein, Alex. Hallo, Artyom. Der Hauptmann sagt, er sei. Richtig sympathisch. Wie geht es den Verwundeten? Ach, keine große Verbesserung.
Zwei sind heute Morgen gestorben. Die Schwarzen töten nicht einfach so. Sie machen einem das Gehirn kaputt. Und früher oder später führt das zum Tod. Diese Schwarzen sind übrigens nicht die, die ihr glaubt, sondern die werdet ihr noch früher, als ihr denkt, sehen. Echt ungute Dinger. So wie Dämonen. Was zum Teufel? Wer kann das sein? Es ist Hunter. Mutanten, klopfe nicht an. Öffne das verdammte Tor. Ja, Mutanten und Einbrecher klopfen nie an. Das könnt ihr euch merken. Willkommen, Hunter. Oder leite einen Schlüssel an. Danke, jetzt schließt euer Tor. Es ist schon lange her, Hunter. Schön, dich zu sehen, Alex. Hallo, Artyom. Hallo. Also, Hunter, was ist neuerdings da draußen los? Nicht viel. Das meiste ist von der Messestation und den Untoten, die eure Tunnel heimsuchen. Artyom, ich habe einen Händler getroffen, der Postkarten von New York verkauft. Da musst ich an dich denken. Postkarten. Das sind keine normalen Mutanten. Das ist irgendwas anderes, irgendwas Schlimmeres. Das steht echt ziemlich auf Postkarten. Ich habe ein Motto. Wenn es feindlich ist, töte es. Das ist kein schlechtes Motto. Eindringlinge im Hauptluftschacht! Sie kommen von oben! Scheiße! Das hat uns noch gefehlt! Und ich stehe genau unterm Hauptluftschacht. Kirill, bring deine Gruppe zu den Tunnels. Alex, wir müssen hier bleiben und die Halle verteidigen. In Ordnung. Los. Hol dir schnell eine Waffe. Wo findest du wohl? Ah, da. Okay. Verdammt, so weit sind sie noch nie in die Station eingedrungen. Warum gibt es mir nicht die AK? Sie riechen das Blut. Oder sei Sniper mit Bayonett. Na, gibt's einfach den Schwächsten wieder die schwächste Waffe. Sehr egal, wenn der stirbt. Eigentlich war der Schuss so unnötig. So, bis jetzt funktioniert das wieder der Probier ganz gut. Kann man nur so oft vorbeischießen. Mich schon wieder. Aber das mit den Headshots funktioniert ganz gut. Wenn ich halt trifft. Artyom, bist du okay? Natürlich ist er das. Unkraut vergeht nicht. Meine Rede. Keine Schwarzen hier. Nur der übliche Tunnelmist. Selbst wenn du sie nicht siehst, die Schwarzen sind da. Schaut richtig hübsch aus. Ist ihre Waffe. Deshalb sind die Nosalis auch wie Ratten geflohen. Die sind nicht einfach nur Mutanten. Sie sind der Homo Novus, der nächste Schritt in der Evolution. Hast du vom Überleben der Stärksten gehört? Und weißt du was? Wir haben verloren. Was ist bloß mit dir geschehen, Alex? Der Schatten Toni echt unglaublich ähnlich. Ich werde an dem festhalten, was ich habe. Komisch. Mit Zähnen und Krallen. Und ich werde mehr als nur ein paar deiner Homo Novus in die Hölle mitnehmen. Hältst du dich für einen Cowboy wie in den alten Filmen? Schau dich um, Hunter. 10 Soldaten, zum Kampf ausgebildet. Ihre Körper gebrochen, ihr Geist zerstört. Sie haben den äußeren Wachposten zerstört. Das ist nicht so gut, glaube ich. Also ich muss echt sagen, für so ein altes Spiel wie Metro ist es eine unglaublich geile Atmosphäre.
Und die Grafik finde ich auch recht angenehm, ehrlich gesagt. Ist übrigens die höchste Grafikeinstellung, die wir durchspielen. Und schaut da echt sehr ansehnlich aus. Gefällt mir sehr gut. Weiß der Teufel, was da draußen hinter eurer Grenze passiert. Ich muss die Situation erkunden. Hör gut zu, Artyom. Wenn ich bis morgen früh nicht zurück bin, musst du zur Polizeistation und einen Mann namens Miller aufsuchen. Sag ihm, was mit mir geschehen ist und was sich in den nördlichen Tunnels rührt. Zeig Miller das hier, damit er weiß, dass ich dich geschickt habe. Ich verlasse mich auf dich, Artyom. Enttäusch mich nicht. Wenn wir überleben wollen, muss diese Bedrohung eliminiert werden. Um jeden Preis. Verstehst du? Jo. Richtig geile Marke eigentlich. Richtig geiles Dogtag. Hunter war nicht zurückgekommen. Es war nicht leicht, eine Entschuldigung zu finden, um die Station zu verlassen und zur Polis zu reisen. Aber ich hatte mein Wort gegeben. Ich hörte von der Karawane, die am nächsten Tag nach Riga ziehen wollte und Wachen brauchte. Ich meldete mich dafür. Jo, ich werde das immer so durchlaufen lassen, weil Artyom liest es ja eh vor. Dann braucht sie nicht machen. Finde ich sehr angenehm. Und ja, ich lasse es einfach einmal durchlaufen, damit ihr die Story hinter der ganzen Geschichte auch hört. Und ja. Endlich! Lass dir ruhig Zeit, wie üblich. Ja. In Ordnung, schnapp dir deine Ausrüstung und geh zum Bahnsteig. Sie warten schon auf uns. Wir treffen uns dort. Hey Artyom, vergiss nichts. Ich kann bei so einem Gesang nur weiterschlafen. Вот что, теперь вы тоце бабушка здорова. Вот что, теперь вы тоце кушает компот. Вот что, теперь вы тоце мечтает снова. Вот что, теперь вы тоце пережит налет. Ja, Bussen. Wir haben da übrigens eine Schleichwerbung von Metro 2033, vom Buch. Und übrigens, das ist das erste Spiel, das mich dazu bewegt hat, dass ich ein Buch lese. Und ich habe das wirklich einmal angefangen. Tut mir leid, Adios. Das war echt gar nicht schlecht. Das Amp ist unser Journal. Es ist so der Questlog mehr oder weniger. Da können wir schauen, wo wir hin müssen. Der Pfeil da oben zeigt uns an, der grüne. Und wenn es einmal zu dunkel ist, haben wir immer noch ein Licht dafür. Im Patronenstil. Hört echt geil aus. Nur mal kurz auf M drücken, ist nur das Licht. Leute sind Dreck, wusstest du das? Lügner, Heuchler, Verräter, überall. Oh, geil, danke. Was? Ich bin Dreck? Na, dann bist du scheiße. Pass auf, mit wem du redest. Läuft herum. Echt geile Gespräche. Jo, also das einzige Problem, was ich jetzt sehe, ist, dass da echt viel Leute so durcheinander reden, was echt das nicht so geil ist für Let's Play. Aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Ich werde einfach versuchen, ein bisschen lauter zu reden, dann solltet ihr das Ganze übertönen. Schau, Five Nights at Freddy's. Ich weiß noch von früher, dass wir uns keine Waffen kaufen brauchen. Weil, ja, wir werden gerne kriegen. Aber ich überlege gerade, ob wir uns nicht einen Revolver-Schalter verkaufen sollen. Aber wir lassen uns dabei noch. Schweineschnauze! Du säufst, als ob es kein Morgen gibt. Und es wo ist deine Ausrüstung? Geben, wenn du geh zur Waffenkammer und lass dich ausrüsten. Jo, mach ich. Hallo, Artyom. Brauchst du ein paar Waffen? Okay, schauen wir mal. Maschinenpistole, jeder Kaliber 45, in der Waffenkammer hergestellt. Die Genauigkeit ist eher traurig und sie überhitzt wie die Hölle. Daher wird sie auch Bastardpistole genannt. Ja, nice. Nutze kurze Feuerstöße, Artyom, und verschaff dir auch etwas Munition. Hier ist ein Universalladegerät, damit die Akkus frisch bleiben. Das ist auch sehr praktisch. Und eine Gasmaske. Setz sie auf, wenn du durch starke Strahlung gehst. Oder noch schlimmer, an die Oberfläche. Ist auch nicht schlimm, wenn wir auf Dauer Armee überleben wollen. Medipacks, nur für den Fall. Das ist okay, übrigens auch. Du bist ausgerüstet, mein Freund. Probier auf der Schießbahn alles aus. Versuche deinen Kopf nicht so weit herauszustrecken, ja? Also, ist recht geil. Vielleicht können wir da oben das Licht schon einschätzen. Jo, tatsächlich.
Das wird dann später noch weiterhelfen. Und eben Helme fliegen herum. Babyköpfe kann man da nicht so schießen, aber es macht komische Geräusche. Und Flaschen. Ja, aber wir werden dann nicht so viel Munition verschwenden, sondern einfach einmal weitergehen. Jetzt ist der Typ da weg. Also, atmosphärisch ist das Spiel schon wirklich der Hammer. Da kann man sagen, was man will. Moskau ist weg. Das werde ich ja sicher noch öfter sagen. Das ist einfach so cool. Ich weiß nicht, ich spiele das Spiel das zweite Mal oder dritte Mal. Und es ist noch immer so geil. Die ganzen Schweine sind halt recht arm. Jo, dann gehen wir's an. Ich brauche eine Pause. Ich komme nicht einmal zum Rauchen. Atjom! Atjom! Hierher! Beeilung! Sei gegrüßt. Du bist also bereit aufzubrechen? Er hat gesagt, dass er glücklich sei, dass unsere Grenzen... Jo, also bei der Entscheidung werden wir jetzt mal einmal bleiben. Für die Folge. Da werde ich die Folge nämlich auch beenden. Und jo, ich hoffe, es hat euch einmal gefallen. Die erste Folge, ihr bleibt dabei. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert einfach den Kanal. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und jo, dann bis zur nächsten Folge. Ciao.